Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute gibt es das Showcase zu einem super physisch Team, aber außen vorweg, wir sind im japanischen Dokkan Battle, weil ich habe den Gotenks nicht, den dreifachen Gotenks nicht auf Global. Auf Japan habe ich ihn japanischen Dokkan Battle SE1 zusammen machen, jetzt darf er der Friend SE10 sein. Warum dann trotzdem das Showcase? Aus aktuellen Gründen, ja, er ist ja gerade ein Global aktuell da, als ein neuester Leader und als einer, also was heißt einer, als hardest Hitter im Spiel momentan in Global. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall mal zeigen, wie er so ist, was in Zukunft noch gehen könnte in sein Team. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal hier an. Und wir machen das neueste Physisch-Event von Super Vegito. Und für alle, kurz, upsa, einen Moment, damit alle auch wissen, das ist dann das Event, wo quasi der farmbare Vegito kommen wird. Das ist der hier auf Stage 1. Und ja, dann müsst ihr abwarten, ob das wirklich früher kommt in Global oder nicht. Für Ella Vegito wissen wir nicht. Anyways, ansonsten alles gleich. Nur neue Medaillen sind da. Der Linkskill mit Big Bad Bosses, beziehungsweise, nee, sorry, das war bei Gogeta, ich hab's verwechselt. Der Linkskill Fierce Battle macht vermehrt Schaden gegen Super Vegito. Das haben sie beibehalten. Stage sieht so aus. Kämpfen in der ersten Runde gegen Strength Int, das ist einmal Goku und Vegeta. Zweite Runde gegen Agility Type, das ist der Vegeto vom Turnier. Und dann dritte und vierte Runde gegen den physischen Vegito, der es wirklich in sich hat. Aber schauen wir uns mal unser Team an, wie das Ganze aussieht. Wir nehmen auf jeden Fall als Friend hier wie gesagt, unseren SA10. Gotenks Items ändern wir auf jeden Fall. Sealer haben wir im Team, das heißt, wir könnten eigentlich zur allerhöchsten Sicherheit Ghost Usher mitnehmen. Und ein Ikarus, würde ich sagen. Boom, okay. So sieht unser Team aus, Leute. Quasi haben wir Käfer nicht in Global, auch jetzt die Koko auch nicht. Schade, die beiden könnt ihr auf jeden Fall zum Beispiel mitnehmen. Diesen Gotenks hier. Gotenks, sage ich. Lol, wie kam ich auf Gotenks? Trunks zum Beispiel. Den hat es in Global 100% auf den Angriff, wenn er ultet. Oder wenn ich auf jeden Fall noch empfehlen könnte, physisch Bardock als Sealer, weitere Sealer. Aber im Prinzip, oder Käfler, Pan-GT wird auch gehen. Im Prinzip haben wir wirklich schon, da haben wir schon darüber gesprochen im Video dazu von Gotenks, welches Team momentan sehr, sehr gut wäre für Gotenks in Global. Jetzt schauen wir uns das Ganze in Japan an und im Prinzip sehen wir noch, was so gehen könnte. Vor allem in Sachen Käfler, Käfler auch interessant in dem Team. Und Ultra Instinct Goku, der Free-to-Play Ultra Instinct Goku, bin ich auch gespannt auf ihn, was hier so bringen wird. Let's go. Ja, wäre vielleicht besser, wenn wir den rechten Pfad gegangen wären. Da hat es mehr Key gehabt, macht nichts, schauen wir mal, was wir hier mitbekommen. Entschuldigt Leute, ich habe gerade einen großen Schluck genommen. Vielleicht habt ihr das gehört. Irgendwie war ich kurz um verdursten. Aber ich bin wieder da. Omega Schildung. Okay. Okay, okay. Genug rumgespinnt. Wir nähern uns dem Kampf. Wird auf jeden Fall gut zu sehen sein, wie der Damage Output sein wird. Vor allem, weil Vegito wirklich sehr tanky ist. Let's go. Okay, in dieser Runde würde ich auf jeden Fall mal so mehr oder weniger lassen. Outschätzige Goku hauen wir raus. Wir gehen mit Käfler auf den Vegeta dennoch. Mit Gotenks ziehen wir mal den Strength Goku, da wir ganz da Typen-Nachteil gegen ihn haben. Und Outschätzige Goku soll man da reinhauen. Und ich hoffe auf einen Crit bei ihm auf jeden Fall. Interessant wird auf jeden Fall zu sehen sein, wie sich, oh nice Dodge, wie es Blue Vegito macht in dem Team, ja. Er hat jetzt seinen 120% Leader, das wird gut zu sehen sein. Oh, hier ist schon Käfler, boom. Käfler ist SE8, wenn mich alles täuscht bei mir. Nice, Addition Attack, sehr gut. Gotenks, unser Sealer, must have in dem Team auf jeden Fall, weil ich auch sehr, sehr gut link mit Super Saiyan 3 Gotenks. Und hier kommt unser Arch-Transit Goku. Ah, leider kein Crit, schade. Mach nichts. Gut, aber diese Runde zählt dann, Leute. Diese Runde zählt auf jeden Fall. Oh, okay. Wir gehen mal trotzdem auf Goku drauf, würde ich sagen. Das sind die einzigen Charaktere, die Schaden gegen ihn machen. Wir haben Typen-Nachteil gegen ihn. Und noch die einzigen Charaktere, die Crit haben, wenn mich alles täuscht. Mein Blue Vegeta sollte Crit haben, denke ich. Oder war das Super Vegeta? Das sehen wir dann gleich. Das sehen wir dann gleich im Prinzip. Und boom. Okay. Ah, die Schnelltag, sehr cool.
Boah, 327.000, ihr seht, er macht wirklich Schaden. Ist halt quasi unser Typen-Nachteil, kennen wir. Ah, ja, genau, er hat Crit, sehr gut. Ah, ein Angriff hat noch gefehlt. Aber das erledigt dann Gold-Tanks, sehr gut. Okay, das Event von Super Widget ist gar nicht mal so leicht, wenn ich ehrlich bin. Auch an sich jetzt nicht nur, weil wir den Typen-Nachteil haben. Sondern, okay, jetzt müssen wir gucken. Charaktere an sich sind wirklich sehr tanky, vor allem Super Vegito, auch wenn wir vieles Battle haben. Wir müssen trotzdem aufpassen, wir haben keinen Typenvorteil. Es ist im Prinzip alles neutral. Wird dann spannend sein, wie das Ganze ausfallen wird. Aber das ist dann gleich mehr, wenn wir soweit sind. Und sehr gut, Kevlar hat ihn rausgenommen. Okay, cool. On to the next round. Jetzt gegen den World Tournament Vegito, wir können ihn nicht stunnen. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze so auf. Boom. Ich weiß, ob wir uns healen müssen. Ich würde mal sagen, zur Sicherheit healen wir uns. Und Archer Instant Goku geht mal drauf. Okay, sehr gut. Okay, gut, nice. Ich dachte schon, dass er vielleicht eine Ulti, weil es quasi immer so ist. Egal, wo ich Vegito hinstelle. Er ultiert nicht. Bekommt seine Konter nicht raus. Aber nice Crit, sehr gut. Ihr seht schon, Leute. Eine halbe Million in diesem Team. Mit einer Ulti, sehr gut. Das ist insane. Aber Gotenks. Zurück! Und Outlets den Goku hinterher. Mit einem Crit, sehr schön. Ah, schade, keine Additional Attack. Okay, das tut weh. Ja, die machen auf jeden Fall Schaden. Auf jeden Fall. Wie machen wir das Ganze? Wir stellen Käfer ganz nach links, weil sie dodgen kann. Dann nehmen wir mal die Orbs hier. Sie ist, also Kefla hat wirklich sehr, sehr viel. Sie kann dodgen. Sie ändert Key in Physisch Key. Da, und sie braucht die Physisch Key. Im Prinzip bekommt sie auf den Angriff und Verteidigung 10% pro Physisch Key Orb, den sie einsammelt. Sie ist wirklich vielfältig. Wirklich vielfältig. Nur man merkt ja, dass ihr ein Awakening fehlt. Auf jeden Fall. Das merkt man dann. Gut, zum ersten Physisch Vegito. Okay. Wir können... Er ist nicht gestunt, nicht gesealed leider. Wir müssen echt aufpassen. Ich würde sagen, wir lassen das mal so. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich... okay, keine Ahnung. Ob ich Icarus aktivieren soll, aber nee, okay, das passt. Ich denke, dass... Ja, ihr seht es. Trotz Linkskill machen wir noch keinen Schaden, aber er macht Schaden an uns. Wir müssen auf jeden Fall auf Crits hoffen, beziehungsweise müssen wir seine Verteidigung senken. Genau, nice, sehr gut. Immer schön weiter angreifen. Ja, Crits sind es. Oder die Hardhitter. Die meisten Schaden machen, müssen hier ran. Ja, die müssen auf jeden Fall ran, sehr cool. 1 Million Schaden, sehr cool. Du musst auf jeden Fall in der nächsten Runde aber aufpassen. Ob ich mich da auf Dodges verlassen sollte, weiß ich nicht. Da sind viele Orbs, wir machen das mal so. Käfer kann dodgen, wir nehmen die Orbs mit. Dann ziehen wir ihn. Heal uns aber auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch zu Goku hinterher. Ich weiß, ob ihr Käfer Schaden machen wird, wenn ich ehrlich bin. Denn sie hat den Linksel 4 Battle nicht. Ich denke eher nicht. Ja, das ist kein. Das ist nicht. Aber nice Dodge, okay. Gut, dann wird er ihn auf jeden Fall zielen, das ist gut für die nächste Runde mit Blue Vegeto. Und Arch Instinct, kann er was reißen vielleicht? Jawohl, nice. Schade, er hat ihn nicht runterbekommen. Egal, sehr gut. Gut, die Runde wird es dann sein auf jeden Fall. Wir machen das so. Zack. Ja, da werden die Crits reichen, sehr gut. Ihr seht schon, das Event dauert wirklich lange. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Aktiviert die Abo-Glocke, schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei. Alle Links in der Beschreibung, Leute. Aber auf zur letzten Runde. Und die müssen wir ganz klar skippen. Ghost Asher rein damit. Weil wir haben hier kein Fierce Battle, gar nichts, keine Tanks. Okay, wir hätten Dodge mit Kevlar, aber ja, das wäre ein bisschen riskant. Wir sealen ihn für die nächste Runde für unseren Boy Vegeto Blue.
Dann bereiten wir quasi in dieser Runde alles vor. Sehr gut. Ja, mit sowas müsst ihr auch auf jeden Fall... Nutzt sowas aus, Leute. Nutzt sowas auf jeden Fall aus. Dass ihr auf sie mit Items aushilft. Auf die Passive des Events achtet. In dem Fall ist es Fierce Battle. Klar, haben nicht viele Charaktere hier gerade in der Runde. Aber in der nächsten Runde dann. Es macht echt was aus, Leute. Auf sowas zu achten. Okay. Hier, wir haben ihn gesehen und Vegeta hat freie Bahn. Er kann den dort, kontern. Kontern, wie er Lust hat und Laune hat. Mit dem Doka-Mode auch noch. Wir aktivieren dennoch Ikarus. Für All Trends in Goku im Endeffekt und healen uns auf jeden Fall. Okay, gut. Jetzt nice. Doka-Mode auf Gotenks wäre eventuell viel, viel besser. Macht nichts. Wir haben unsere. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben unsere Konter, aber. Total vergessen, dass natürlich auch Crits sein müssen. Sonst machen wir keinen Schaden. Weil Super Vegeta ist sehr, sehr tanky. Trotz Aktivierung des Link-Skills. Wohlgemerkt, wohlgemerkt. Okay, gut. Ja, auf Gotenks wäre sie auf jeden Fall viel, viel besser. Es sei denn, wir bekommen hier einen Crit. Oh, nee, okay. Trotzdem gut, eine Million Schaden. Nehme ich an. Bisschen Attacks. Ja, aber das müssen Crits sein oder Ultis. Oh, genauso mit Kantern. Komm schon, Crits wenigstens einmal. Let's go. Nein. Einmal. Kein Mal. Okay, verstehe. Die Message kann man. Es sei denn. Nope. Okay. Gotenks. Sache bei Gotenks. Er macht Gott sei Dank auf jede Ulti immense Damage, aber die vorletzte ist dann noch die bessere. Weil er seinen Angriff massively raised. Und das sind eigentlich sollten das 150% sein. Raises sind 50%, greatly raises sind 100% und massively 150%. Deswegen unterschätzt sowas auf gar keinen Fall, Leute. Wenn sowas in der Ulti ist, unterschätzt das nicht. So. Let's go. Okay. Da-da-da-da-da-da. Käfler. Käfer. Additional Ulti, nice. Ah, und sie hat auch natürlich Additional Attacks, habe ich total vergessen. Sie ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Aber wie schon vorhin angesprochen, ihr fehlt ein Awakening, das merkt man. Gut. Ich denke, nächste Runde sollten wir dann haben. Es sei denn... Ja, meiner ist SR1. Er wird nicht so viel Schaden machen. Okay, immerhin. Gut, diese Runde wird es dann klären auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Ihr seht aber schon, ja. Das Event ist wirklich fordernd. Das Event ist auf jeden Fall fordernd. Aber ich freue mich dann drauf, wenn das in Global kommt. Ah, das könnte aber noch dauern, wenn ich ehrlich bin, wann es in Global kommt. Ob sie es vorziehen, denke ich nicht eher, weil Hybrid Saints schon in den Daten gelegt wurde quasi. Und Hybrid Saints hat Ultimate Gohan als nächstes Kategorie-Leader. Anyways, aber uns fehlt ja in Global noch Broly, das ist aber ein anderes Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, das war das Event, das Showcase zu dem Physisch-Team. Ja. Habt auf jeden Fall schöne Tage, schöne Zeit und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace, Leute.